In den folgenden Tagen und Wochen kamen mir meine Bekannten und Freunde. Die guckten ja nach mir, die hatten mich schon vermisst, weil ich ja nichts mehr von mir habe hören lassen. Erstmal meine Mutter, die wusste auch von nichts. Und ja, ihr geliebtes Akademikersöhnchen, sondern der so schön die Karriere machen sollte, die Familienehre hochhalten sollte, nicht? Wo ist der denn gelandet und sowas? Und das war erbärmlich, weil meine Mutter hatte nur ihre eigene Ohnmacht natürlich an mir ausgelebt. Es war unerträglich. Ja, sie war ja selbst ohnmächtig, so nach dem Motto, hilflos, nicht? So eine Mutter will vielleicht für ihre Kinder das Beste, die beste Ausbildung. Alles muss gut sein, alles muss konform sein, alles muss gut sein für die Nachbarn, muss alles gut aussehen. Das war so ihr Traum. Und auf einmal sieht die, wo ist der gelandet, nicht? So nach dem Motto, nicht? Mein Bruder lebte damals ja noch, nicht? Und mein Bruder hatte selbst viel, viel Probleme mit Arbeitgebern, mit Alkohol und sowas, nicht? Irgendwie hatte sie vielleicht noch auf mich gesetzt, so nach dem Motto, dass der wenigstens die Familienehre hochhält und nach dem Studium einen ganz normalen Weg einschlägt. Das ist alles gescheitert. Die war da ohnmächtig, die war verzweifelt, nicht? Und natürlich kriegte ich, auf Verständnis brauchte ich da nicht zu hoffen. Ich kriegte nur Vorwürfe und ja, dann kam das ganze Thema von früher immer wieder hoch, was für ein Schwein ich bin, was für ein mieser Typ und bla bla bla. Ich krieg das nur aufs Butterbrot geschmiert. Von meiner Mutter habe ich ja nie was Gutes gehört über mich und sowas. Nicht nur dann, wenn ich eine gute Note nach Hause gebracht habe, dann war ich ja akzeptiert oder sowas. Aber sonst war ich immer das Schwein, der miese Typ und der alle Menschen nur kränkt, verletzt und was weiß ich. Das passte ja ins Bild so. Also ich kriege das voll aufs Brot geschmiert und sowas, nicht? Aber in diesem Moment habe ich das natürlich gedacht, was habe ich dieser Frau angetan? Was Schlimmeres gibt es gar nicht und sowas, nicht? Was habe ich da? Ich habe es getan und ich war, das hört sich an wie so eine Entschuldigung, aber ich war ja nicht mehr im Leben. Ich war ja zwischen Leben und Tod. Ich war ja in meiner Welt, in meinem Tunnel, in meinem Rausch. Da gab es keine Empathie. Ich habe nicht einen Moment darüber nachgedacht, wie könnte sie jetzt empfinden und sowas nicht. Und wie brutal das für diese Frau gewesen sein muss, das tut mir so leid. Aber damals habe ich das ja so nicht gesehen und dann natürlich die Vorwürfe trafen zu. Das ist der Hammer. Und noch schlimmer waren natürlich meine Freunde. Ich hatte ja nie ein gutes Verhältnis zu meiner Mutter. Und meine Freunde, die das dann mitkriegten, die, von denen ich mich quasi ohne Verabschiedung, ohne Hilferuf aus dem Leben geschlichen habe, die waren nicht nur betroffen, die waren nicht nur erschüttert, die waren auch teilweise sauer. Die waren richtig sauer. Die haben gesagt, Stefan, wir haben für dich immer alles getan. Du weißt, wir hätten alles für dich getan. Du hättest jederzeit kommen können. Wieso hast du das nicht getan? Und ich sag dir, nicht alle Freundschaften haben das überlebt. Da gab es Leute, die sind damit nicht klargekommen. Die haben gesagt, mit dir möchte ich nichts mehr zu tun haben. Das konnte ich dann auch noch akzeptieren, nicht? Erstmal konnten die damit nicht umgehen. Die haben ja sicher einiges zugetraut. Die kannten ja, dass wenn ich melancholisch drauf war, dass ich mir dann, gab es auch mal ganze Wochen, wo ich mich nur abgeschädelt habe, nur besoffen habe. Das konnten sie mir zutrauen, da konnten sie sich noch folgen. Aber dann habe ich mich ja immer wieder gefangen oder sowas, meine Exzesse oder meine depressiven oder melancholischen Phasen. Ne? Aber mit sowas haben die nicht gerechnet. Da kamen die nicht mehr hinterher. Und auf der anderen Seite war natürlich diese Enttäuschung, dass die sagen, ey, wir kennen uns jetzt seit 10 Jahren. Wir sind durch viele Höhen und Tiefen gegangen. Wir waren doch ja, wie Brüder. Also mit diesem einen Mate, mit dem war ich, das war wie ein Bruder für mich. Dass ich dem nicht Bescheid gesagt habe, dass ich mich nicht geäußert habe und sowas. Das hat ihm sehr wehgetan. Verstehst du, ich habe diesen Menschen sehr wehgetan. Und das ist ja das, diese Realität, die dann so nach und nach reinplumpst, das Verhör. Dann da sitzt du dann in der Küche, dann kommst du nach Hause. Auf einmal merkst du irgendwann, Ground Zero ist noch viel brutaler, als du dir das vorher hast ausmalen können. Das ist schlimm. Das ist ohne Ende schlimm. Dann wurde mir klar, was ich angerichtet habe. Von vor wenigen Wochen ein tolles Leben vor einem, das man sich hätte aufbauen können, bis zum absoluten Nullpunkt, bis zur absoluten Katastrophe. Das war ich. Ich habe das gemacht. Und das ist etwas, was du mit dem Begegnen mit den Freunden und der Mutter und deinem Umfeld, das hältst du nicht aus. Warum hat es nicht geklappt? Dieses Versagen, trotz guter Vorbereitung, all diese Gefühle, da musste ich wieder flüchten. Das hältst du nicht aus. Also ein überlebter Suizidversuch ist noch schlimmer als alles, was dahin führt. Das ist noch grausamer.
Ich wollte das nicht. Und ich war so enttäuscht und auch wütend, dass es nicht geklappt hat. Irgendwie gab es dann keine plausiblen Erklärungen. Ich konnte denen das nicht erklären und ich fand dafür keine Worte. Ich konnte auf deren Fragen, warum hast du das getan, keine richtige Antwort finden. Keine richtige Antwort finden. Also ich war hilflos in diesem Moment nicht. Und das ist so unerträglich, diese Wahrheit, dass du das selbst angerichtet hast. Du hast das selbst gemacht. Du bist auf diesen Trip gegangen oder etwas ist über dich gekommen. Das war schon heftig. Ja. Krass, das ist so krass. Ich habe mal, Moment, das kam in dem Gespräch mit den Freunden auch so, ja, du brauchst Hilfe oder sowas. Dann habe ich gesagt, ja, ich brauche Hilfe. Habe ich denen dann so gesagt, klar, ich brauche Hilfe und sowas. Aber ich wollte keine Hilfe mehr. Die Scheiße, in der ich steckte, die war so massiv. Ich dachte, da kommst du nicht mehr raus. Nein. Und ich will da auch nicht mehr raus. Hilfe? Nee. Weil das war ja nicht nur so nach dem Motto, du hast Scheiß gebaut, Ladendiebstahl, kriegen wir schon wieder hin. Das war so massiv, was ich da angerichtet hatte. Ich hatte nicht mehr das Vertrauen, dass es dafür irgendwelche Hilfen gab, um da rauszukommen. Ich hatte das vorher schon nicht und habe gesagt, so, pass auf, vorher hast du dir schon keine Hilfe gesucht, weil du keine Hilfe haben willst. Und jetzt steckst du so richtig in der Scheiße. Nein, nein, du willst das nicht mehr. Das ist zu krass. Ich will keine Hilfe. Nein, ich will keine Hilfe. Das Einzige, die Hilfe, die ich suchte, war, es muss klappen, es muss was Besseres geben, damit das klappt nicht. Es gab, war ja ein depressiver Kanal, dann so eine Art Rausch, und dann knallst du vor die Wand und siehst kurz aufblitzen die Realität, wo du dich jetzt wirklich befindest. Das ist, nein, das, diese Tür schließt du so, das willst du gar nicht sehen, das willst du nicht wahrhaben, da lässt du dich noch tiefer fallen, weil was anderes, nein, ich habe mich einfach fallen lassen, ich habe gesagt, so nein, jetzt ist vorbei. Jetzt hast du dir alles verbaut. Weiß ich nicht. Schwer zu beschreiben, das ist diesen Zustand. Weil die Begegnung mit den Freunden, das war auch, ja, das war schlimm, war das nicht. Das kostete Kraft. Die ganzen Gefühle da von Enttäuschung, auch Scham natürlich. Du hast nicht mal das hingekriegt und sowas, du Loser. Was bist du? Vor allen Dingen das Wissen, wenn. Ein Mann muss ja immer stark sein, man muss ja alles, Indianer kennt keinen Schmerz, der kann alles aushalten, kann alles überwinden und sowas nicht. Ich hatte keine Kraft mehr und das Wissen, obwohl meine Freunde mir Zuspruch geleistet haben, was bist du noch dann in der Gesellschaft, in Anführungszeichen, oder in der Wahrnehmung von anderen Menschen, Selbstmordversuch aus, in Anführungszeichen, Liebeskummer, oberflächlich gesagt, depressiv, Suizidversuch gescheitert, da bist du nichts mehr, da bist du ein Weichein, Lappen, Loser, Lusche. Ich habe so gründlich versagt. Nee, gar nichts. Da war nichts mehr. Es gab dann auch Momente, wo ich sagte, ist doch egal, es ist mir so egal, ich will da mich gar nicht mehr rauskämpfen. Wohin will ich noch kommen? Und dann war es so, eben, dass ich sagte, dann entwickelte sich ein Gedanke, der sagte, Scheiße, ich muss herausfinden, warum hat das nicht geklappt? Warum hat das einfach nicht geklappt? Es wäre doch so schön gewesen, ich hatte die Energie, die Stimmung war da. Warum hat das nicht geklappt?